Die Volkswagen AG ist gemessen am Umsatz der größte Automobilhersteller der Welt. Beim Absatz hat Toyota seit 2020 die Nase vorne. Über ihre Markenvielfalt decken sie nahezu alle Segmente ab, von einfachem Pkw über Premium bis hin zu Luxusvarianten wie Bentley, Bugatti, Lamborghini und natürlich Porsche. Aber auch Motorräder über die Marke Ducati oder Lkw mit Scania und MAN runden ihr Portfolio ab. Der einzige Überflieger aus Deutschland galt lange als Nationalsymbol, wurde 1937 kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet und hat eine beachtliche Geschichte hinter sich. Kurzzeitig war Volkswagen im Jahr 2008 nach Marktkapitalisierung sogar die wertvollste Aktie weltweit. Seit dem Dieselskandal im Jahr 2015 gleicht der Kurs einer Achterbahnfahrt und pendelt mit enormer Volatilität zwischen 80 Euro im Corona-Tief und 250 Euro im Hoch 2021. Offenbar ist das Papier bei vielen langfristigen Investoren nicht mehr beliebt. Ein KGV von 3,5 und eine Dividendenrendite von fast 8% lässt die Aktie auf den ersten Blick aber als vermeintlichen Schnapper aussehen. Willkommen bei Alles Aktien. In diesem Video erfährt ihr, ob Volkswagen wirklich so günstig ist und welche möglichen Risiken existieren. Viel Spaß! Besonders bei der Volkswagen AG ist die Aktionärsstruktur spannend und einen genaueren Blick wert. Größter Anteilsinhaber der VW-Aktie mit 53,1% ist die Porsche Holding SE. Deren Stammaktien sind wiederum zu 100% im Besitz der Familien Porsche und Birch. Die Porsche Holding hält zudem 12,5% direkt an der Porsche AG und weitere Anteile indirekt über die Volkswagen Group. Zur Erinnerung, Vorzugsaktien haben kein Stimmrecht, dafür aber eine Dividendengarantie auf eine in der Regel höhere Dividende als beim Pendant der Stammaktie. An der Börse werden also ausschließlich Vorzugsaktien der Porsche Holding SE gehandelt. Für Privatanleger macht es absolut Sinn, diese Gattung zu bevorzugen. Weiters hält das Land Niedersachsen 20%, die von einer schönen jährlichen Dividende profitieren, sowie das Emirat Katar mit 17%. Die restlichen 9,9% befinden sich im Streubesitz. Auf Ebene der Volkswagen Group halten sie 100% an Volkswagen Financial Services. Hier bündeln sie ihre Aktivitäten im Bereich Leasing, Direktbank und Versicherungsgeschäft, welches mit 3,3 Milliarden Euro zum operativen Ergebnis beitrug. Die Porsche Holding GmbH mit Sitz in Salzburg ist Europas größtes Autohandelsunternehmen. Darin haben sie all ihre Autohäuser gebündelt. Diese gehören ebenfalls 100% zur Gruppe. Unter der Volkswagen Group befinden sich dann einige bekannte Ableger wie Audi, unter denen weitere Luxusmarken angesiedelt sind. Die 75% Beteiligung an Porsche sowie Scout, eine unbekanntere Elektromarke für SUV und Pickups in den USA, welche gut vergleichbar mit Rivian ist. Die wurde im Jahr 2023 wieder ins Leben gerufen. Rechts zu sehen ist Seat, zu denen Cupra gehört, die man auch immer öfters auf den Straßen sieht, sowie die Marke Skoda und Volkswagen. Erwähnenswert weiter unten ist vielleicht noch ihre Software-Sparte Carriot, die im Jahr 2023 hauptsächlich nur mit der Ausweitung von Verlusten Schlagzeilen gemacht hat. Gerade kürzlich gab es noch eine interessante News, dass ihre Zusammenarbeit beim autonomen Fahren mit Mobileye, der Tochter von Intel, ausbauen möchte. Ganz auf die fremde Hilfe der Tech-Giganten wie beispielsweise Alphabet werden sie aus technologischer Sicht vermutlich in den nächsten Jahren auch nicht verzichten können. Wir haben zuvor gehört, dass die Volkswagen Group zwar nach Umsatz der größte Autobauer ist, nach Marktkapitalisierung sieht es aber ganz anders aus. Aktuell dominiert Tesla mit 517 Milliarden US-Dollar klar das Feld an, gefolgt von Toyota mit 314 Milliarden. Mit großem Abstand kommt dann die Porsche AG mit 88 Milliarden. Volkswagen Group ist mit 68 Milliarden US-Dollar auf Platz 9. Spannend finde ich dabei, dass alleine die Beteiligung von ca. 75% an Porsche die komplette Marktkapitalisierung von Volkswagen ausmacht. Man könnte also sagen, dass es den Rest der Volkswagen Group zum aktuellen Aktienkurs on top gibt. Der Umsatz von Volkswagen hat seit 2015 von 213 Milliarden Euro auf 322,3 Milliarden Euro in 2023 zugelegt. Das sind über 50% Wachstum. Zeitgleich muss man aber erwähnen, dass die Anzahl der gelieferten Fahrzeuge rückläufig war. Die Zunahme beim Umsatz kommen also nur aus Preissteigerungen und anderen Segmenten wie Finanzdienstleistungen. Nicht ideal, aber letztendlich wächst der Umsatz. Hier seht ihr noch den Vergleich zu anderen Autobauern nach Umsatz. Am Ende vom Tag zählen aber an der Börse die Zukunftsaussichten und vor allem auch, was unterm Strich als Gewinn hängen bleibt. König bei der Gewinnmarge ist nämlich Ferrari, die mit 25% glänzen.
Das ist neben stabilem Wachstum auch der Grund, wieso sie eine höhere Marktkapitalisierung als VW und viele weitere Autobauer haben. Sie sind im Luxussegment tätig und da gibt es bekanntlich kaum eine Zyklik, weil reichen Menschen die Inflation und Wirtschaftslage quasi egal ist. Das verdient mit Sicherheit ein höheres Multiple, aber bei einem KGV von ca. 50 frage ich mich schon, ob das noch gerechtfertigt ist. Sehr überraschend fand ich, dass BYD nicht weiter vorne ist und Tesla hinter BMW in der Nähe von Mercedes liegt. Sonst hieß es ja immer, dass Tesla so unglaubliche Margen im Vergleich zur Konkurrenz aufweist. Das scheint nicht mehr so zu sein. Besonders beeindruckend ist die Bruttomarge von BMW. Toyota fährt ungefähr den doppelten Gewinn von Volkswagen ein, obwohl sie ca. 10% weniger Umsatz erzielen. Gleichzeitig haben sie aber fast die fünffache Marktkapitalisierung von Volkswagen. Die Diskrepanz erscheint für meinen Geschmack schon etwas zu hoch zu sein. In der Investor-Präsentation für die Jahreszahlen 2023 wird eine operative Marge von 7% angeführt, also deutlich geringer als bei der Konkurrenz. Positiv hervorzuheben war ein Anstieg im schwachen Core-Segment um 1,7% auf 5,3%. Hier schlummert noch das größte Potenzial. Besonders stark hat das LKW-Segment rund um Traton von 4,1% auf 8,1% zugelegt. Ihr Premium-Segment Progressive war mit 9% deutlich schwächer und Luxus mit 18,6% flat im Jahresvergleich. Konzernchef Blume, der seit 2022 CEO bei VW ist und gleichzeitig seit 2018 bei der Porsche AG, hat das Problem erkannt und legt deshalb einen starken Fokus darauf. Unter anderem mit einem konzernweiten Sparprogramm, bei dem sogar das Management auf 5% des Grundgehalts verzichtet. Bis 2025 soll die Marge 8% erreichen. Bei einem Umsatz von angenommen 350 Milliarden Euro bedeutet 1% mehr Marge einen Gewinn von 3,5 Milliarden. Das ist nicht zu unterschätzen. Margen wie von BMW und vermutlich auch Mercedes sind in den nächsten Jahren unerreichbar. Realistischerweise könnten sie sich aber an die Marge von Toyota und Stellantis im Bereich von 10% ansiedeln und beim starken Umsatz von Volkswagen wäre das mit einem signifikanten Gewinnanstieg verbunden. Ich glaube, niemand kann mit Sicherheit sagen, ob das gelingt oder nicht, aber es ist zumindest ein gewisser Sicherheitsbuffer nach unten da. In der Präsentation gibt VW ein starkes Bekenntnis für attraktive Aktionärserträge ab. Bis zum Dieselskandal 2015 wurden Dividenden kontinuierlich gesteigert. Daraufhin gab es eine starke Kürzung und in den Jahren 2018 bis 2020 wurde wieder 4,86 Euro konstant auf dem Niveau vom Bilanzjahr 2014 ausgeschüttet. Gerade in den letzten Jahren gab es wieder attraktive Steigerungen, einerseits durch mehr Gewinn, aber auch die Ausschüttungsquote wurde von ca. 20% auf 28-29% angehoben. Für das Jahr 2022 kam noch eine Sonderausschüttung im Jahr 2023 hinzu, welcher aus Einnahmen durch den Börsengang der Porsche AG lukriert wurde. Die Steigerung für die diesjährige Ausschüttung beträgt ca. 3,5% im Vergleich zum Vorjahr und gleichzeitig wird die Ausschüttungsquote dabei leicht verringert. Auf Basis des aktuellen Kurses von ca. 117 Euro ergibt das eine Dividendenrendite von 7,8%. Als künftige Dividendenpolitik gibt VW als Ziel eine Ausschüttung von 30% an. Andere Branchen wie deutsche Versicherer haben als Ziel Ausschüttungsquoten von 70%, deren Geschäftsmodell benötigt aber auch viel weniger CapEx sowie Research und Development. Das sind Investitionsausgaben, die natürlich in der Automobilindustrie hoch ausfallen. Es muss laufend in neue Technologien, neue Modelle und Produktionsstätten investiert werden. Hier seht ihr mal, welche Modelle das Volkswagen-Universum alleine im Jahr 2023 erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Ich möchte nur kurz an die Investitionsausgaben anknüpfen. Ein wesentlicher Grund für den starken Abverkauf nach den eigentlich positiven Jahreszahlen waren die Aussicht auf den CapEx im Jahr 2024. Dieser soll weiter ansteigen auf ca. 13,5-14,5% nach bisher 13,5% vom Gesamtumsatz. Positiv zu sehen ist aber auf der anderen Seite, dass die Investitionstätigkeit damit ihren Höhepunkt erreichen sollten und dann bis 2027 auf unter 11% fallen. Zum Vergleich, BMW hat ungefähr 7%. Viele Investoren präferieren zu Recht Geschäftsmodelle, die sehr geringen CapEx erfordern. Ist ja auch klasse, wenn kaum etwas reinvestiert werden muss und die Umsätze und Gewinne trotzdem steigen. Das ist neben dem zyklischen Geschäft auch ein Grund, wieso Automobilkonzerne in der Regel im Vergleich zu anderen Branchen mit niedrigeren KGVs gehandelt werden.
So erwartet das Management das Geschäftsjahr 2024. Der Umsatz soll nach dem wirklich starken Anstieg von 15% in 2023, das ist auch mehr als wir andere Autobauer gewachsen sind, im Jahr 2024 nur noch um bis zu 5% wachsen. Das ist zwar nicht berauschend, aber ich finde es dennoch passabel, dass auf der hohen Basis trotzdem noch Wachstum gelingen soll. Nach Inflation bleibt aber nicht mehr viel übrig, das ist auch klar. Über die operative Marge haben wir schon gesprochen, die soll leicht zulegen. Unterm Strich soll aber der Netto-Cashflow trotzdem stark fallen. Das hängt einerseits mit dem höheren R&D und CapEx zusammen, aber auch, weil 4 Milliarden Euro für Übernahmen einkalkuliert sind. Die sogenannte Automobil-Netto-Liquidität soll in einer Spanne von 40 Milliarden Euro ungefähr gleich bleiben. Das ist ein spannender Punkt. In Market Screener wird ebenfalls ausgewiesen, dass die Volkswagen Group über Netto-Liquidität verfügt, also auf gut Deutsch mehr Cash als wie Verbindlichkeiten. Mit Blick auf die Bilanz wird aber klar, dass der Volkswagen-Konzern einen Kreditstand von knapp 233 Milliarden Euro in den Büchern stehen hat. Abzüglich Liquidität bleiben immer noch 147 Milliarden an Schulden übrig. Was stimmt denn nun? Ich bin kein Experte für Automobilbilanzen, aber in der Präsentation und Market Screener wird offensichtlich nur die Automobilverschuldung hergenommen und da bleibt unterm Strich 40 Milliarden Euro an Netto-Liquidität übrig. Der absolute Großteil der Konzernverbindlichkeiten ist nämlich dem Bereich der Finanzdienstleistungen zuzuordnen und kommen beispielsweise durch Leasing zustande. Auch kann man festhalten, dass die Verschuldung im Gegensatz zu anderen Autokonzernen nicht negativ auffällt. 40% der Umsätze werden in Europa erzielt, 21% in Nordamerika, 18,5% allein in Deutschland und 15,5% in Asien und Pazifik. In dieser Region ist vor allem China für VW wichtig, hier gibt es aber besonders bei den Elektroautos große Konkurrenz. Später gleich mehr dazu. Knapp 70% werden durch klassische Pkw und 13,9% mit kommerziellen Fahrzeugen erzielt. Das Finanzsegment macht mittlerweile auch einen ordentlichen Anteil von 15,5% aus. Mir gefällt es, wie VW sich in diesem Segment positioniert und sich versucht, breiter aufzustellen, um die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken. Positiv sehe ich hierbei auch die Akquisition von Europcar im Jahr 2022, die nahe an einer Pleite waren. Dadurch haben sie Zugriff auf den Bereich Autovermietung und Carsharing, das aus meiner Sicht in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das ist übrigens auch ein Grund, wieso mein zweites Auto-Invest auf BYD gefallen ist, weil sie neben Pkw auch Busse, Bahnen und Batterien herstellen. In der Fair-Value-Grafik von TraderFox wurden die aktuellen Daten leider noch nicht ergänzt. Gemessen am Umsatzschnitt der letzten 10 Jahre erscheint Volkswagen klar unterbewertet. Beim Gewinn zum Schnitt der letzten 5 Jahre ergibt sich ein ähnliches Bild. Krass finde ich die Bewertungskennzahl KGV im Bereich von 3,5. Es wird zwar prognostiziert, dass sich das in 2024 auf 3,76 erhöht, danach aber wieder unter die Marke 3,5 fällt. Für ein Unternehmen, dessen Umsätze stagnieren, wird im Normalfall trotzdem ein KGV von 7 bis 8 bezahlt. Das alleine ergibt ein Kurspotenzial von über 100%. Ein Kursumsatzverhältnis von 0,2 ist auch wahnsinnig niedrig. Sollte man den prognostizierten Free Cashflow Yield von 2026 mit 71% Glauben schenken, ist das für mich ganz eindeutig eine einmalige Kaufchance. Prognosen können aber bekanntlich auch daneben liegen. Anhand 22 Analysten auf Market Screener empfiehlt der Großteil, die Aktie zu kaufen, mit einem durchschnittlichen Ziel von 143,4 Euro. Eine Upside von guten 21%. Das oberste Kursziel liegt bei 185 Euro, das niedrigste Kursziel bei 100 Euro. Wenn wir uns den langfristigen Chart ansehen, ist klar zu erkennen, dass man mit einer VW im Bereich von 100 Euro seit 2010 zumindest mittelfristig nichts falsch gemacht hat. Zwischen 80 und 110 Euro erstreckt sich eine massive Unterstützungszone über viele Jahre. Bei einem Kurs von 250 Euro war bislang immer ein Deckel oben. Ich bin gespannt, ob dieser jemals überwunden wird. In der Vergangenheit gab es jedenfalls immer wieder überraschende und steile Anstiege. Im kurzfristigen Chart sehe ich eine kleine Bodenbildung und der Versuch eines leichten Aufwärtstrends. Die 200er und 100er Tageslinie wurde gerade von oben im Bereich 114 Euro getestet und die 50er Linie ist im Bereich des aktuellen Kurs von 117 bis 118 Euro. Sollten diese Linien nicht nach unten durchbrochen werden, glaube ich, dass Volkswagen schnelle Schritte nach oben machen kann.
An der Stelle ist es Zeit für einen Disclaimer. Ich selbst bin seit Corona 2020 mit 10 Stück zu 93,72 Euro investiert und habe am 13.03.2024 weitere 10 Stück zu 114,66 Euro nachgekauft. Auch nach dem Dieselskandal unter 100 Euro hatte ich VW als meine allererste Aktie mal gekauft und dann erfolgreich mit ca. 50% plus wieder verkauft. Bei meiner aktuellen Position ist es auch gut möglich, dass ich sie nach einem steilen Anstieg wieder verkaufe oder reduziere. Es ist also nicht unbedingt eine Aktie, die ich auf Ewigkeiten halten möchte. Wie immer gilt, das ist keine Form der Anlageberatung und nur meine persönliche Meinung. Werden Verbrenner ab 2035 wirklich verboten? Das ist eine Frage, die sicher viele beschäftigt. Noch ist nichts fix entschieden. Es gibt nämlich Gerüchte, dass das beschlossene Verbot auf EU-Ebene wieder gekippt wird. Am Ende vom Tag sind wir vermutlich alle zu wenig Experten und haben keine Glaskugel, um das seriös einschätzen zu können. Aber das ist für mich das Schöne an VW. Egal ob das Verbot kommt oder nicht, sie sind aus meiner Sicht für beide Situationen solide aufgestellt. Kritische Stimmen würden an der Stelle einwerfen, dass VW im Bereich Elektro meilenweit zurückliegt. Zugegebenermaßen ist der ID.3 und ID.4 international zwar nicht der absolute Renner, in Deutschland gab es aber im Vergleich viele Zulassungen. Das Problem bei einem ID.3 ist, dass für einen Neupreis von knapp 40.000 Euro einfach viel zu wenig geboten wird. Das Einstiegsmodell von BYD, Seagull, kriegt man bereits für ca. 10.000 Euro. Gerade die chinesische Konkurrenz ist mit BYD und SAIC stark und ein Problem für Volkswagen. Noch nicht so stark in Europa, aber vor allem in China und Asien wächst der Druck gewaltig an. In 2025 will Volkswagen deswegen den Kassenschlager Polo elektrisieren und in Form eines ID.2 auf den Markt bringen. Der soll dann zumindest weniger als 25.000 Euro kosten. Die Gruppe ist neben Volkswagen ID-Modellen auch mit dem Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron und Seat Cupra in den Top 10 vertreten. Im Jahr 2023 verzeichnete Volkswagen einen neuen Rekord von 8,3% an batterieelektrischen Fahrzeugen, den sogenannten BEV. Das ist ein Anstieg von 35% im Vergleich zum Vorjahr. Es wurde von Quartal zu Quartal besser und im Q4 waren es sogar 10%. Beachtlich ist hierbei auch BMW, vor allem weil man in diesen Zahlen berücksichtigen muss, dass die Volkswagen Group insgesamt natürlich viel mehr Autos ausliefert. BMW glänzt 2023 bereits mit satten 15% und in diesem Jahr sollen beim BEV-Anteil sogar 20% drin sein. Zum Vergleich, bei einer Toyota ist der Anteil lediglich bei 0,93%. Das wird auch im globalen Vergleich der Auslieferung von BEV in 2023 aller Autobauer deutlich. Würde man hier Plug-in-Hybride dazunehmen, wäre BYD mittlerweile an der Spitze. Ferrari, die bei den großen Autobauern neben Tesla vermutlich gerade mit dem höchsten KGV an der Börse gehandelt wird, hat noch gar keine Elektroautos, plant aber die ersten im Jahr 2025. Wir sind nun am Ende des Videos und meinem Fazit zu Volkswagen AG angekommen. Positiv zu erwähnen ist das niedrige KGV, die hohe Dividendenrendite und das irrsinnige prognostizierte Free Cashflow Yield für 2026 von 71%. Negativ ist die starke Abhängigkeit einer robusten Wirtschaft, wenig Wachstum über einen längeren Zeitraum und die hohe Konkurrenz, vor allem im Bereich BEV. Außerdem ist die Autoindustrie generell im Umbruch und es ist besonders schwierig, die Zukunft vorherzusehen. Persönlich glaube ich an die Innovationskraft von Volkswagen durch die prächtige Geschichte und Infrastruktur und denke, dass ein Turnaround gelingen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir gerne, was ihr von der Volkswagen AG als Aktie oder von deren Autos hält. Ich freue mich sehr über ein Like und Abo. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.